Linden im Westerwald, 8.30 Uhr am Morgen. Alles ist ruhig und friedlich. Im benachbarten Industriegebiet bei der Firma Ahldorf Maschinenbau herrscht bereits reges Treiben. Ein LKW aus dem fernen Berlin ist angekommen. Das, was verpackt ein wenig an ein Klavier erinnert, ist tatsächlich Hightech Made in Germany. Doch was ist es genau? Entwickelt bei EWM im benachbarten Mündersbach und gebaut bei EWM Euen in Berlin, handelt es sich um eine automatisierte Schweißzelle. Sie hört auf den Namen XQ-Bot. Darin ein Industrieroboter, neudeutsch Cobot. Das steht für kollaborierender Roboter und meint, dass er mit Menschen zusammenarbeiten kann. Große Industrieroboter tun das in der Regel nicht. Aus Sicherheitsgründen müssen sie vom Menschen abgeschirmt betrieben werden. Nicht so hier. Käme es zu einem unbeabsichtigten Kontakt zwischen Mensch und Roboter, würde die Anlage einfach stehen bleiben. Trotzdem hat die Einhausung eine Sicherheitsfunktion. Unter anderem schützt sie den Bediener vor der Blendwirkung des Schweißlichts. Während drin geschweißt wird, kann draußen neues Schweißgut vorbereitet werden. Ein schneller Dreh am Tisch und schon läuft die Anlage wieder. Diese Vorteile hat Ahldorf Maschinenbau in Linden erkannt. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren erfolgreich am Markt. Im Straßen- und Brückenbau, im Hochbau, als Bestandteil von Betonfertigteilen, in der Feuerfestindustrie, der Energiewirtschaft und vielen weiteren Branchen trifft man auf Stahlbauteile von Ahldorf. Geschätzt nicht nur von Kunden im Westerwald und Deutschland, sondern weltweit. Zwischenzeitlich ist der XQ-Bot an seinem zukünftigen Standort angekommen. EWM-Kundenbetreuer Markus Benner gibt letzte Anweisungen. Die Schweißzelle steht. Die war kompakt, war nicht besonders schwer, die Zelle aufzuladen auf dem Stapler und quasi reinzufahren. Ist eine Kompaktzelle, funktioniert sehr gut. Jetzt geht es erst einmal ans Auspacken. Mit dabei eine neue Schweißstromquelle vom Typ Titan XQ 400 Puls. Gegenüber einem eingebauten Aggregat besitzt sie einen großen Vorteil. Sie kann unabhängig vom XQ-Bot zusätzlich für Handschweißungen verwendet werden. Das hält die Investitionssumme überschaubar. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Halterung des Bedientableaus wird installiert. Und die miteinander verknüpften Bedientableaus von Schweißstromquelle und Cobot. Jetzt fehlt noch der Drahtkoffer. Alternativ kann ein Schweißdrahtfass verwendet werden, denn das Drahtvorschubgerät ist im XQ-Bot fest verbaut. Plötzlich gibt es Schwierigkeiten. Der XQ-Bot steht nicht exakt auf Position. Kein Problem für die Techniker. Der XQ-Bot ist so konstruiert, dass er sich mit einem Handhubwagen einfach verfahren lässt. Alles passt. Jetzt muss nur noch nivelliert werden. Erik Müller, Assistent der Geschäftsleitung bei Ahldorf, schaut vorbei. Bei ihm und den Mitarbeitern, die mit dem XQ-Bot arbeiten werden, ist die Neugier groß. Vorfreude riesig bei den Leuten, die es betrifft. Groß kommuniziert. Bei allen haben wir es so noch nicht, weil erstmal abwarten, erstmal aufbauen, erstmal sehen, dass man damit klarkommt und dann einfach starten. Erneuter Spontanbesuch. Mit Geschäftsführerin Christine Schäfer
informiert sich. Auch sie ist fest davon überzeugt, dass der X-Cubert auf hohe Akzeptanz stoßen wird. Die ist ein Traum, glaube ich, ein bisschen in Erfüllung gegangen. Vielleicht so ein kleiner Kindheitstraum auch. So, der Glanz in manchen Augen erinnert mich an das erste Fahrrad. Bald wird sich zeigen, ob Christine Schäfer recht behält. In Kürze gibt es für die Aldorf-Mitarbeiter eine erste Einweisung. Zuvor muss jedoch die Schweißrauchabsaugung ausgepackt und installiert werden. Umweltschutz und die Gesundheit der Bediener stand bei der Entwicklung des X-Cubert an vorderer Stelle. Ein letzter kritischer Blick von EWM-Schulungsleiter Tim Höller. Läuft die Software? Funktionieren alle Systeme einwandfrei? Alles in Ordnung. Die Einweisung erster Mitarbeiter kann beginnen. Wir starten jetzt natürlich erstmal mit einer Grundschulung. Das heißt, wir zeigen dem Kunden oder dem Käufer von der Anlage erstmal, wie bewege ich den Roboter, welche Bewegungsmöglichkeiten gibt es, wie programmiere ich was ein, ein paar Tricks und Kniffs, damit man halt mal so die ersten Nähte, im besten Fall Kehlnähte, schweißen kann. Gehen dann weiter zu einer Rundnaht, das heißt, um ein rundes Teil rumzuschweißen und so weiter, abfolgen und dann nachher wechseln wir über, wie man dann den Roboter ein bisschen mehr ins Detail reingeht, Tools einmessen und dann später für die komplette automatischen Ablauf und so weiter programmiert. Im ersten Augenblick klingt das alles kompliziert. Doch Tim Höller weiß, dass selbst Mitarbeiter, die keinerlei Programmierkenntnisse mitbringen, nach kürzester Zeit begeistert sind. An anderer Stelle denkt man bereits über die derzeitige Schulung hinaus. Also geplant ist es erstmal, dass wir, sagen wir mal, drei Leute wirklich spezialisieren auf das Gerät, dass die da wird wirklich, sagen wir mal, vom Handling her blind damit arbeiten können. Und dann wird die Zukunft zeigen, wie viele Leute wir wirklich dann noch anlernen daran. Der X-Cubert kann dazu beitragen, die Attraktivität des Betriebes für Mitarbeiter und zukünftige Mitarbeiter zu steigern. Bei Aldorf Maschinenbau weiß man das. Darüber hinaus gibt es natürlich auch handfeste wirtschaftliche Gründe. Wir wollen moderner in die Zukunft gehen. Schneller werden, besser werden. Teile, die per Hand schwieriger zu schweißen sind, vereinfachen. Innovation. Langsam, aber sicher geht der Tag seinem Höhepunkt entgegen. Das Teachen klappt schon recht gut. Jetzt soll endlich geschweißt werden. So ungefähr, ja? So. Ah, mal 10, halb ungefähr. Ja. Jetzt. Wie wird die Naht wohl aussehen? So, ich dachte gerade schon, hä? Gar nicht schlecht für den Anfang. Ab mit dem Foto zu Social Media. Die Aldorf-Mitarbeiter hat der Ehrgeiz gepackt. Den ganzen Tag lang wird noch weiter geteacht, geschweißt und gefachsimpelt. Eines ist schon jetzt gewiss. Der X-Cubert gehört ab jetzt zum Team.